Wir testen heute einen von denen hier. War das? Das war gut, das war perfekt. Ja. Alle dabei, geiles Boot, geiles Wetter, Gen-Acker segeln. Das ist quasi eine Folge, zeig uns dein Boot. Nur vom Hersteller kriegen wir das Boot gezeigt. Ja. Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns ja jetzt nicht nur den 45er Outremer an und segeln ihn auch noch, sondern Jimmy ist ja auch noch mit dabei. Ist ja der Hammer, was da heute abgeht. Jackpot. Ich kann das ja kaum fassen. Das ist so fantastisch hier, du. Die Leute sind so großzügig, so nett, ja. So direkt. Nein, das ist 20 Euro pro Person. Okay, aber nur weil du das bist. 20 Euro pro Person? Ich sprich doch Deutsch, oder wollen Sie Französisch? Auf Wiedersehen. Also man muss hier etwas drücken. Ah. Merci bien, merci bien. Clever. Merci beaucoup heißt das. Sehr schön und sehr noch Wind. Das ist ja. Perfekt. Perfekt. Wir geben jetzt richtig Gas. Ja. Das lässt sich sehr schön angucken hier. Outremer. Dann kommt dann Lagoon. Ah, fackelt nicht lange, ne? Geht direkt los. Er hat gar keine Zeit. Er hat überhaupt keine Zeit, hier unser Skipper. Er hat gar keine Zeit, er ist und los. Das ist schon ordentlich fett verbaut hier alles. Starke Träger, viel Solar hier oben drauf. Also vom Standardmäßig ist das gut. Der Wind ist geil, lustig werden. Ja. Schon mal am Üben. Gib mal richtig Gas und setz das Ding an die Keilmauer. Ja, Outremer hat Pinnensteuerung und Radsteuerung. Das ist, glaube ich, der einzige Hersteller, der das so macht. Wenn du dann hier oben nicht am Steuer stehen musst, sondern es ein bisschen gemütlicher haben willst, weil hier gibt es ja keinen Sitz und so weiter, dann setzt du dich auf einen der zwei Sitze an den Pinnen und dann kannst du ganz easy von dort steuern. What happened when this one is blocked? The tiller is already connected to the rudder. Okay. So it's not possible to disconnect. It's like a safety tiller. Yep. What, you can only disconnect the wheel. So if someone presses here and the other one's on the wheel in the other direction, have an issue. What happens? So you have to speak to. Communication is always. it's the most difficult. Ja, ein bisschen was. Wie sagte einst jemand? So lasset und setzen ein Segel. So lasset und setzen ein Segel. So. Amen. Amen. Komm, Marc, die kriegen wir. Ja, wir ziehen jetzt den Gen-Acker und dann geht's los. Er sagte gerade, Hinweg mit der Fock, ja. Auf dem Rückweg ziehen wir dann aber mal den Gen-Acker. Ach so, machen wir doch? Ja. Ach so, ich dachte, er ist nicht vorbereitet. Sehr schön. Er ist auch nicht vorbereitet, machen wir dann aber. Junge, Alter, manchmal muss man ja auch Glück haben. Geh los, komm die mal zurück. Fock kommt. Du hast doch junge Sklaven, warum musst du das denn machen? So ein bisschen Bewegung, weißt du, was das ist, ne? Das dürfen wir nicht im Fernsehen bringen. Ach ja. Du hast doch junge Angestellte, warum? Ja, genau, das ist die Arbeit. Wir haben jetzt 8,4 Knoten drauf, bei 14 Knoten, 15 Knoten Wind. Ja. 10 Knoten haben wir jetzt. Und hat mal 12 drauf, gerade wo eine Böe kam. Sehr geil. Ole wurde gerade überzeugt. Also der Speed überzeugt mich schon.
So, Fock rein, Genaka raus. Es gilt, 12 Knoten zu schlagen. Das ist aber auch eine Nummer, ne? Bei 16 Knoten Wind, ohne zu überlegen, den Genaka einfach ziehen zu können. Ja. Ist schon eine Ansage. Ist das geil, es geht ab. Ist ein bisschen wie Bootsprofis Familienurlaub. Klassenfahrt. Ja. Alle dabei. Geiles Boot, geiles Wetter. Genacker segeln. Schön. Betriebsurlaub nennt sich sowas, glaube ich. Ach, eigentlich ist doch Arbeit. Ja, das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Genial. Boah, so stelle ich mir das vor. Dein Grinsen sagt auf jeden Fall einiges. Gefällt mir sehr. Bei Nil fangen sie jetzt an zu weinen. Ja. Bei Nil fangen sie jetzt an zu weinen. Ja, er ist schon ein Ticken schneller als der Nil. Also ja. Geht schon, der ist schon eine ganze Ecke agiler. Das merken wir noch alle Fälle. Leichter. So, wir machen jetzt unter Genaka-Fahrt mal eine Roomtour. Aber Schuhe aus, ne? Schuhe aus ist ja ein neues Boot. Herzlich willkommen im Steuerboot rum. Das erste, was auffällt, ist dieser komische Kasten. Da sind die Deckerboards drin, die als Lateralfläche dienen, wenn man sie runterlässt. Nimmt ein bisschen Platz weg, aber gut. Ach, ist sogar eine eigene Version. Cool. Ja, selten, ja, selten und teuer. Dann mal los. Eigener Bett. Die Outremers, die sind ja bekannt dafür, dass sie eher performance-orientiert sind. Ne? Das bedeutet, dass im Vergleich zu diesen anderen Großserienherstellern, Lagoon, Fontaine, Peugeot und sowas, die Rümpfe sehr schmal sind, weil sie nicht so schwer sind. Dadurch muss der Auftrieb nicht durch einen breiten, tiefen Rumpf erzeugt werden. Deswegen ist das Bett relativ schmal im Vergleich zu einem 45er, 46er Lagoon oder sowas. Andere Richtung. So, und hier eigener Bad. Man beachte, wie viele Knoten sind wir gerade unterwegs? 8, 9 Knoten. Ne? Die Geräuschkulisse hält sich im Rahmen. Gut, wir haben gerade keine Welle, aber angenehm auf jeden Fall. Abgetrennte Dusche. So. Das ist eine schöne Aufteilung. Ja. Also fertig. Dasselbe gibt es im Salon eigentlich zu sagen. Kennt man von diesen großen Katamaranen in der Größe anders, deutlich größer. Ich würde aber einfach mal sagen, das hängt vom Anspruch ab. Ne? Also ich fühle mich wohl. Ich weiß, dass Hendrik auch schon gesagt hat, dass er mit dem Platzangebot hier sehr happy ist. Es ist halt trotzdem ein 45-Fuß Katamaran, aber das Deckshaus ist nicht so hoch, nicht so lang, nicht so breit wie bei anderen. Und es sind 12 Knoten. Es sind 12 Knoten? Ja, jetzt nicht mehr. Okay, ja. Ich korrigiere, wir sind also gerade mit 11 Knoten unterwegs, nicht nur 9. Das Boot ist standardmäßig ausgerüstet. Ja? Man hat hier so einen sexy Drehstuhl, den man bewegen kann. Die Forward Nav Station ist auch nicht gang und gäbe. Man kann hier die Cockpit-Tür auch noch aufmachen, die ist natürlich sowieso alles Fenster. Aber man hat hier quasi einen 360-Grad-Blick. Und du kannst wirklich rundum gucken. Ja? Es ist durch nichts blockiert. Das ist sehr gut. 14 Knoten. 14 Knoten? 30,7. Kannst du mal die Heckwelle filmen? So, Gästerumpf. Ganz einfach, wie man es gewohnt ist, ein Bett hinten, ein Bett vorne und dazwischen ein Bad. Hier ist der Notausstieg im Bad, nicht unter der Treppe. Kannst du beim Händewaschen Fische gucken. Hallo. 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 Na, wie sieht's aus? Du willst rüber. Ja, wir haben eine eigene Version. Wir haben eine eigene Version, ich will rüber. Aber man sieht hier schon, ne? Ist sportlich schmal. Ja. Habe ich alles schon gesagt. Hast du alles schon gesagt? Darf ich das trotzdem nochmal sagen? Ist sportlich schmal. Das Klientel, was sich für Katamarane interessiert, steht jetzt vielleicht nicht auf ein 1,20 Meter Bett. Wenn ich hier liegst. Ja, das ist schon bequem. Ja, ist bequem, aber ist jetzt eben nicht das Breiteste. Das ist ja das, was wir sagen wollen. Ja. Genau, das ist so. Weil die Boote ja auf der Messe verkauft werden, ist das ist ein Kackwinkel, ne? Ja, aber irgendwie auch lustig. Deswegen werden eben auch Fontaine, Peugeots und Lagoons und so weiter verkauft, weil das eben die mehr das
Wohnungsgefühl ist, ne? So ja. Schwimmende Wohnung. Ja. Hast deutlich mehr Platz. Ist schon sehr einfach gehalten, würde ich sagen, oder? Für ein, ja. Für ein 800.000 Euro Boot. Das muss man wollen, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Ja. Aber dafür fährst du halt 13,7 Kilometer. Ja. Hendrik? Was? Wenn es dich da mal erwischt, wenn du mal bei einer Welle irgendwie dagegen fällst? Ja. Ich sag mal, also richtig kuschelig ist es hier nicht. Muss man das sich, kann man sich ja auch das, kuschelig das machen. Man, das wird man sich dann kuschelig machen. Ich überlege mir gerade, wie mir das Design von dem Boot gefällt, ob mir das zu spartanisch wäre. Man muss bei dem Boot natürlich sehen, dass das ein sehr schneller Katamaran ist. Der ist eher natürlich sportlich gebaut und damit sind die ganzen Teile, die hier drin verbaut sind, auch leicht. Was man natürlich bei dem Boot auch merkt. Das ist Leichtbau hier. Ne? Das heißt nicht, dass es qualitativ nicht hochwertig ist, aber es ist auf alle Fälle leicht verbaut. Da, wo sie Gewicht sparen können, haben sie es gemacht. Vom Design her, ja, mir gefällt diese helle Holzoptik nicht. Ich würde das in Dunkel wünschen. Sieht so ein bisschen nach Ikea nicht, aus. Nein, nein, soll ich nicht sagen. Dunkel würde mir wahrscheinlich besser gefallen. Aber hier? Nee. Zack. Wenn dir deine Kinder mal auf den Zeiger gehen? Ja, wenn mir meine Kinder auf den Zeiger gehen, dann mache ich hier noch ein Schloss davor, sodass ich hier abschließen kann. Ja, toll. Gut zu wissen. Oh. Das ist so ein Ding, was definitiv irgendwann kaputt geht, beziehungsweise wo die Tür kaputt geht. Das haben sie nicht richtig angepasst. Das haben sie richtig angepasst hier. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da haben sie Gewicht gespart. Da würde ich eine durchlaufende Schiebe machen, damit sich das hier eben nicht verklemmen kann. Du musst nicht mit dem Fuß gegendrücken, damit es hier reinkommt. Ole hat gerade die Fock bis nach Timbuktu gezogen. Er war aber nur so, ich höre jetzt auf. Und er so, nein, nein, mach mehr. Ich brauche ein Bier. Das hat ja schon beim Zuschauen wehgetan. Wir fahren jetzt am Wind, hart am Wind, 35 Grad und haben 9,5 Knoten drauf. 9,5 Knoten. Guck dir mal die Welle da an. Das ist ja geil. Captain Ole hat Schmetterlinge im Bauch. Ich bin da ja sowieso sehr anfällig, aber heute war absoluter Wahnsinn. Also das ist ein Tag, den werde ich nie in meinem kompletten Leben vergessen. Niemals. Ole refittet sich als nächstes ein Katamaran. Wenn du das meiner Freundin erklärst, können wir darüber reden, ja. So, wir werden jetzt diese Becher, und wir werden dann auf der Seven Seas haben. Dann wird die Seven Seas vielleicht ein bisschen weinen, aber da musst du durch. Man muss manifestieren, habe ich gehört, oder? Gerade zu Hendrik gesagt, das war es jetzt mit dem Geschwindigkeitsrausch. Aber man muss auch sagen, 6,7 Knoten nur mit Großsegel. Wir hatten gerade 14 Knoten mit der Standard, mit dem absoluten Standardding drauf. Ja. Ist cool, ne? Und wir haben unten Roomtour gemacht, ne? Ihr habt doch gesehen, wie schnell, wenn man guten Wind hat. Auf einmal geht sie von 5 nach 6, 10, 12 Knoten. Das, glaube ich, ist ein großer Vorteil. Außerdem, in meiner Erfahrung als Einrumpfbootsegler, habe ich mir immer Sorgen gemacht und ich hatte meine Zweifel über einen Katamaran in schönen Seen und den starken Wind. Wir hatten dreimal Wind über 40 Knoten. Und ich war sehr beeindruckt, denn zu sehen dann in diesen großen Wellen, das war wirklich ein großer Wellengang, das Mittelmeer kann auf einmal sehr wild werden. Wir waren sehr schnell, wir mussten dann reffen, bis wir gar kein Großsegel mehr hatten. Und der Solent, der Fock, war nur auf die Hälfte. Wir haben vielleicht 8 Knoten Geschwindigkeit gehabt, aber der Wind ist auf 45 und mehr hinaufgegangen. Und wie ich sagte, ich war so beeindruckt,
Die Yacht war ganz stabil. Ich hätte das mir nie geglaubt. Und es, auf einmal habe ich, ehrlich gesagt, einen ganz anderen Eindruck von einem Katamaran gehabt. Mhm. Und auch ich musste sagen, spät in meinem Leben, denn vielleicht habe ich eine große Reise in den Tropen, nicht in hohe Breiten und so weiter, mit der Familie würde ich wahrscheinlich mit einem Katamaran segeln. Ja, ja. Es macht wirklich Spaß als Segler. Ich sage, eine Yacht, dass sie schnell segelt und alles ist so stabil und du hast dein Getränk und die Gläser sind immer dort, ja. Nichts bewegt sich. Ja, ja. Also das war sehr gut. Da hat Jimmy doch ein perfektes Fazit gezogen, das können wir zu 100% so unterschreiben. So Freunde, jetzt gibt's ganz große Neuigkeiten. Mittlerweile über 10.000 von euch haben unser geheimes Video von letztens gesehen, in dem wir euch von unserer Idee erzählt haben, eine Mitgliedschaft einzurichten, also einen Bootsprofis-Club sozusagen. Euer Feedback war schon sehr positiv, aber jetzt haben wir mit euren Ideen zusammen den Plan nochmal eine ganze Ecke cooler machen können und jetzt haben wir es getan. Wir haben es getan. Die Mitgliedschaft ist live seit gestern. Vielleicht hast du den Trailer gestern ja auch schon gesehen. Zwei Podcast-Folgen sind schon online und anschaubar. Das ist nur eins der vielen Dinge, die dabei enthalten sind. Unter anderem könnt ihr euch bewerben für unsere Zeig uns dein Boot-Folgen, worauf ich echt gespannt bin, welche Boote wir so mit der Zeit zu sehen bekommen werden und damit ihr natürlich auch. Es gibt einen Discord-Server als Forum für den direkten Austausch untereinander, also natürlich von uns zu euch, aber ihr auch untereinander, für Live-Updates von uns, coole Aktionen und Verlosungen. Und damit fangen wir auch direkt an. Wir haben von Jimmy Cornell ein Exemplar der niegelnagelneuen Auflage seines Atlas der Ozeane bekommen. Den kann man sogar erst nächste Woche bestellen offiziell. Also so druckfrisch ist das. Dieses riesige Buch enthält Satellitendaten der letzten 25 Jahre über Wind und Strömungen weltweit. Ist auf jeden Fall super hilfreich für jeden Weltumsegler. Kostet immerhin 99 €. Und wir verlosen eins davon unter unseren neuen Mitgliedern anlässlich des Starts der Mitgliedschaft. Und es wird auch noch immer besser, es hört gar nicht auf. Wir planen nämlich zum Auftakt der Saison 2024 eine Flottille in der Türkei Marmaris, also eine Bootsprofis-Flottille sozusagen. Mir gefällt der Klang davon. Unsere Mitglieder werden wir an der Planung teilhaben lassen und sie werden auch die ersten sein, die ihre Plätze auf den Booten sichern können. So, wenn das alles für dich jetzt interessant klingt, dann findest du unterhalb des Videos neben dem Abonnieren-Button einen neuen Button und da steht drauf: Mitglied werden. Dort draufklicken und dann kannst du dir direkt den Trailer anschauen, in dem Hendrik und ich erklären, wie alles ganz genau funktioniert, was wir uns dabei alles gedacht haben und was genau du davon hast. So, ich spreche im Namen des ganzen Bootsprofis-Teams. Wir freuen uns darauf, was die Zukunft mit sich bringt, was hier so alles entstehen wird in diesem Kanal Bootsprofis 2.0 sozusagen. Ich bin echt gespannt und nun tschüss, bis zum nächsten Mal oder bis gleich bei einem der neuen Podcasts. Also dann, wir sehen uns. Ciao, ciao.